Herzlich willkommen jetzt nun zum nächsten Video in dieser Serie My Funny Valentine, ein Intro gestalten. Jetzt fragst du dich vermutlich, ja, wir haben nur Akkorde miteinander angeschaut, gibt es auch Tonleiten dazu, wie improvisiert man darüber? Das ist jetzt der Fokus. Also wir werden jetzt den ganzen Fokus hier verändern. Wir haben das Element Melodik hier und ich zeige dir einfach die Tonleitern zunächst, die darunter liegen, unter diesen Harmonien. Und das Ziel ist doch, dass du diese auch wirklich unter den Fingern hast, denn dann kannst du wirklich die Sachen dann gestalten, harmonisch gestalten. Dann wird es interessant, noch viel interessanter. Also, wenn wir zunächst C-Moll haben, super einfach. Und dann gibt es hier, das kann man jetzt ultra kompliziert anschauen hier, das harmonisch mal und so, das kann man erklären, dass es super kompliziert sich anhört. Das einzige Prinzip, was hier darunter liegt, ist eigentlich nur, wir haben die Note B-Flat, die sich da ändert. Wir haben keine kleine Septime mehr, sondern große Septime, haben wir hier den B. Und dann ist die Tonleiter einfach das hier. Also dass ich anstelle, dass ich hier den B-Flat spiele, habe ich hier den B. Das hört sich so ein bisschen orientalisch an, ist auch gewollt. Dann beim nächsten Akkord habe ich wiederum C-Moll, ganz normal. Dann habe ich hier ein A drin. Das ist auch dasselbe Prinzip. Also ich kann das benennen natürlich, wie sich diese Tonleiter da heißen würde. Das wäre jetzt dorisch in dem Moment. Aber das Prinzip ist nur, okay, der As verändert sich und der wird da zum A. Dann habe ich das hier. Nächste Tonleiter habe ich hier. Du gehst wiederum, das kann man immer irre kompliziert erklären. Das wäre zum Beispiel lydisch. Lass mir jetzt weg. Des Zeugs. Du nimmst einfach die Töne von C-Moll, das sind ja diese hier, aber dein Startzeitpunkt, dein Start ist einfach hier auf dem As, dann habe ich das. Genau dieselben Töne wie von C-Moll. Dann dasselbe nochmals bei F, ich starte dann einfach beim F, könnte ich das hier so benutzen. Dann dasselbe nochmals, dann beginne ich einfach beim Ton D. Und dann beim Ton G, da gibt es ein bisschen eine spezielle Tonleiter, gebe ich zu. Hat es ja noch ein B9 darunter, aber ich habe hier die Kreuz 5 auch wieder drin. Und dann habe ich hier den C-Moll. Okay, du findest unten diese Tonleiter noch als PDF, du kannst das doch ausdrucken. Ich würde dir empfehlen, dass du es ganz langsam übst, einfach ohne vertieft da reinzugehen. Wie man das übt, das zeige ich dann in meinen Kursen. Zum Beispiel habe ich hier auf Zapiano einen Jazz-Piano-Kurs, da erkläre ich dann im Detail, wie man diese Tonleitern übt und wie man diese unter die Finger kriegt, dass man sie auch korrekt übt, dass man sie auch später korrekt verwenden kann, wenn man improvisiert. Aber ich denke, das ist der nächste Schritt. Du kannst hier die Tonleiter für sich alleine so spielen, immer mit dem korrekten Start, mit der Startnote hier. Und dann kannst du hier zum Beispiel nur die Bassnote spielen. Das genügt dann schon. Okay. Und dann beginnen wir, die Sachen zusammenzufügen. Dann haben wir Harmonik, Melodik, Rhythmik. Dann verlassen wir diese strukturierte Art des Übens und werden dann ganz kreativ. Das zeige ich dir im nächsten Video.